Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Lubbes Lernstunde. Wir sind heute wieder zu zweit, Genau. nachdem Nico mich letzte Woche Das war mir zu düster. Im Stich gelassen hat. Ja. Genau, also heute wieder zu zweit mit dem Thema Läuferpaar. Ein sehr umfangreiches Thema, welches wir in mehrere Lektionen unterteilt haben. Bevor wir inhaltlich damit starten, noch einmal kurz zu unserer Übersicht. Haben wir uns ja angewöhnt, das immer am Anfang nochmal zu zeigen. Einfach, dass ihr auf dem Schirm habt, was ihr bisher eventuell alles verpasst habt oder aber schon alles gelernt habt. Genau. Heute fangen wir auch wieder mit einem altbekannten, aber dennoch neuen Thema an. Also wir haben uns ja erst nach der Einführung in 5 Lektionen dem positionellen Spiel gewidmet, da hauptsächlich auf die Bauernstruktur geschaut und hatten eine Special Edition zum Thema Olympiade. Dann haben wir 5 Blöcke dem Thema Angriff gewidmet, da ja unterschiedliche Themen behandelt. Angriff auf unrochierten König, heterogene Rochaden, Angriff und Bauern, Figuren und Bauernangriff, genau so rum. Und letzte Woche dann unser Halloween-Spezial. Partien zum Gruseln. Genau, die waren auch tatsächlich sehr zum Gruseln. Du hast es ja aus der Ferne verfolgt, so ein ja, bisschen. Genau. Zumindest. Da nochmal der Hinweis, vielleicht ganz kurz. In der App kann man das in der mobilen Version nicht schauen, aber zumindest wenn ihr ein iPhone habt, mit dem Android klappt das bestimmt auch. Ihr könnt das schlicht im Browser öffnen und das Event live verfolgen auf dem Handy. Wie gesagt, habe ich letzte Woche ausprobiert, war absolut kein Problem, war sehr, sehr cool, dass das so unterwegs geht. Genau, und heute sind wir jetzt wieder beim Block positionelles Spiel. Wir haben ja insgesamt 3 Überthemenblöcke quasi zum Mittelspiel. Einmal positionelles Spiel, Angriff und der dritte Block ist Verteidigung. Dadurch, dass es aber sehr, sehr viele positionelle Themen gibt, haben wir uns überlegt, wir bauen das so auf. Erst ein Block positionelles Spiel, dann Angriff, jetzt wieder positionelles Spiel, danach Verteidigung, dann wieder positionelles Spiel. Und so weiter und genau. So fort. Ja. Genau. Und heute machen wir Läuferpaar. Genau, machen wir Läuferpaar. So, bevor wir jetzt direkt in die Partien starten, so ein bisschen was vorab, damit wir vom Verständnis her auf demselben Level sind. Was ist das Läuferpaar und warum verdient das irgendeine Beachtung? Also wir haben ja alle im 2 Rahmen... 2 Läufer. Genau, ja, ich wollte anders anfangen, aber ja, auch das. Also im Rahmen unserer Schachausbildung, die wir alle mehr oder weniger mit oder ohne Trainer hatten, hat jeder ja schon mal gehört, dass Läuferpaar ist was ganz Tolles. So, was ist das Läuferpaar? Du hast es gerade schon gesagt, wir alle starten mit dem Läuferpaar, also dem Paar beider Läufer. Von daher verdient das irgendwie kaum eine Erwähnung. Also keiner hat, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh, hier, erstens E4, ich habe das Läuferpaar, ganz groß. Ist ja auch nur, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Genau, und darum geht es. Also wenn wir vom Läuferpaar sprechen, dann soll es darum gehen, dass eine Partei das Läuferpaar noch hat und die andere nicht. Also sei es 2 Springer oder Springer-Läufer gegen das Läuferpaar. Ne? Also so viel zum Verständnis erstmal. Und ich denke mal, den Rest machen wir zwischendurch, was vielleicht am Läuferpaar ganz gut sein könnte. Und wir wollen uns heute in der ersten Lektion zum Läuferpaar ein bisschen darauf konzentrieren, mit euch Regeln zu erarbeiten, wie spiele ich denn, wenn ich selber das Läuferpaar habe. Und wir starten mit ein bisschen die Geschichte, wann erzählst du die? Oder hast du die für das später? Das machen wir nach der ersten Partie. Okay. Jetzt wollen wir erstmal ein paar Züge ausführen. Und die Partie ist mal wieder eine von mir. Nachdem ihr letzte Woche ja auch schon eine Partie zum Gruseln von mir gesehen habt. Aber diesmal... ich habe das sehr fair gemacht. Ich hatte nur eine von dir und 3 von mir. Okay, aber also nee, die war auch zum Gruseln. Also wer das letzte Woche verpasst hat, der sollte sich das unbedingt nochmal angucken. Das war wirklich zum Gruseln. Ist auf jeden Fall gut fürs eigene Ego. Also von denen, die die Partie nicht gespielt haben quasi. Weil man sieht, dass es ja, jeder macht Fehler und manchmal noch viel schlimmer machen. Genau, manchmal kommt man auch überhaupt nicht in Partien rein. Ja, naja, okay, also
Sizilianisch. Du bist Ich hatte hier Schwarz und gegen Läufer B5. Nachwuchstalent Dimitri Dietrich. Kollers, der einer der wenigen deutschen Jugendlichen ist, der den Weg eines Schachprofis einschlagen möchte, hat die Schule, na, was heißt abgebrochen, Beendet. beendet. Ach, ganz genau weiß ich auch nicht, wie das alles funktioniert hat. Wir haben ja hier so ein paar Jährchen Schulpflicht und so. Ich weiß das nicht genau. Auf jeden Fall, er möchte Profi werden, ist auf einem guten Weg dahin. Ob das erstrebenswert ist oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt, aber das ist jetzt auch mal völlig egal. Rosso-Limo-Variante ist eins der typischen Beispiele für das frühe Entstehen eines Läuferpaars oder auf der anderen Seite die Abgabe des Läuferpaars. Deswegen eignet es sich sehr gut, diese Eröffnung und ein paar andere noch, um sich allgemein mit dem Spiel mit und gegen das Läuferpaar auseinanderzusetzen. E6, neben Springer F6 hier der Hauptzug. Spielst du auch so? Mit Das E6? verrate ich ja wohl nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Okay. Also doch, ich habe tatsächlich so gespielt bei der Olympiade. Das war aber nicht besonders erfolgreich. Oh. Jetzt tu nicht so überrascht. Ach, ich die hatte, Partie habe ich gesehen, ja, ja, die war nicht so. Nee, und das kam nämlich wie folgt. Ich habe natürlich mit Läufer B5 nicht gerechnet. Und dann musste ich in meinem Kopf nach Varianten kramen und habe mich daran erinnert, dass mir der Bundestrainer Dorian E6 gezeigt hatte, aber ich wusste natürlich nicht mehr so richtig. Und dann. Okay, also Läufer C6 hier der Hauptzug, Rochade ist auch möglich, aber wollen wir mal nicht zu viel in die Eröffnung stecken. Aber jetzt haben wir schon mal ein Kernmerkmal erreicht. Schwarz hat das Läuferpaar, Weiß nicht mehr. Das heißt, ab jetzt reden wir ganz klar vom Spiel mit oder gegen das Läuferpaar. So, Rochade, vielleicht nicht der genaueste Zug, was daran liegt, dass Weiß auch häufiger nochmal Ideen mit H4, H5 hätte, auf Lager hätte, muss er nicht zwangsweise spielen, gehört aber zu den Hauptvarianten, glaube ich, dazu. Aber das sind Eröffnungssachen, da wollen wir uns nicht so sehr mit beschäftigen. Auch Springer F6, glaube ich, nicht der Hauptzug. Normalerweise strebt man eher Ideen an mit Springer E7, Springer G6 und postiert den auf G6. Deswegen auch H4, H5. Jetzt habt ihr sicherlich den Zusammenhang verstanden. Aber für mich war Rosso-Limo eine Überraschung zu dem Zeitpunkt, vor ungefähr 2 Jahren gespielt, da habe ich auch mit der Theorie noch nicht viel zu schaffen gehabt, habe ich immer noch nicht, aber bisher habe ich ein paar mehr Partien in der Eröffnung gespielt und habe da auch mehr Erfahrung mittlerweile. Hier aber Springer F6 gekommen und Dimitri spielte E5 und ja, jetzt würde ich dich mal einschätzen, wie der Zug so zu bewerten ist. Also ob der gut ist, schlecht ist, also der muss ja auch nicht zwangsweise gut oder schlecht sein, aber wenn wir jetzt nur das Ganze mal auf eine abstrakte Ebene heben und sagen, was könnte daran gut und was könnte daran schlecht sein. Okay, also erstmal sehe ich, dass der Zug ein Tempo gewinnt, beziehungsweise den Springer auf F6 angreift. Ja. Und das Feld D6 kontrolliert, was finde ich erstmal schön aussieht. In meinen Träumen würde ich mir jetzt einen Springer über C3 nach E4 ausmalen, ja. Der dann vielleicht mal nach D6 reinhüpfen kann. Also es wäre auf jeden Fall erstmal ein Zug, den ich auch in Betracht ziehen würde. So, was mir aber auch auffällt, ist, dass ich ja, um mal versuchen, themenrelevante Sachen zu sagen, dass ich ja als Weißer nur noch einen Läufer habe und der ist schwarzfeldrig. Deswegen würde ich ja versuchen, meine Bauern auf Weiß zu stellen, beziehungsweise auf Weiß stehen zu lassen, ja, und nicht freiwillig auf Schwarz zu gehen. Ja, weiterhin habe ich jetzt das Feld D5 erstmal nicht mehr unter Kontrolle. Ja, du hast eigentlich im Prinzip ganz wichtige Sachen gesagt. Was ich am interessantesten fand oder am wichtigsten für unser Thema heute, ist es, dass
ist der Punkt, den du gesagt hast, dass die weißen Bauern oder das Weiß seine Bauern auf Weiß halten sollte, weil er den Läufer hat, der selber über die schwarzen Felder zieht. Und da noch als Ergänzung, schon mal, denk da mal drüber nach, es ist ja nicht nur so, dass die weißen Bauern eventuell den weißen Läufer beschränken, also der, der über die schwarzen Felder zieht, sondern ja auch die Aufgabe hätten, einen Läufer von Schwarz zu beschränken. Und welcher das sein soll, na, das werden wir zusammen erarbeiten. Okay, E5, Springer D5, D3, erstmal Entwicklung, Springer BD2. Und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, dass man Springer E4 verhindert oder so gut es geht rausnimmt. Und was macht man allgemein mit weit vorgezogenen Bauern oder was sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen? Die abtauschen. Die abtauschen, genau. Deswegen habe ich in dieser Stelle F6 gespielt, glaube ich, ein ganz guter Zug, um die Stellung zu öffnen. Und ja, ich wollte nämlich gerade fragen, F5 wäre ja auch, aber ja, wahrscheinlich nicht so gut. F5 wäre denkbar gewesen, ja. Und ist auch zumindest aus irgendeinem Grund habe ich den auch in Betracht gezogen. Und der scheint auch irgendwie sinnig zu sein. Na aber gut, wenn man weiß möchte nach E4 und ich verhindere das. Genau, aber wenn man es mal runterbricht, dann frage ich dich, was dieser Bauer macht. Ja, nix. Außer das Feld E4 kontrollieren und der Springer kann ja aber auch über C4. Also von daher. Genau, und was blockiert er noch? Blockiert mein Läufer? Auf C8? Nee, wahrscheinlich. Also doch. Doch, also und das ist ein Punkt, wo ich sage, gerade am Anfang in so einer Stellung, man muss höllisch aufpassen, was man zieht, weil das die komplette Partie irgendwie beeinflusst. Wenn ich jetzt den Bauern auf F5 habe, dann ist es ganz schwierig, diesen Läufer nochmal ins Spiel zu bekommen. Der E5 ist hier sehr fest verankert. D6, also D6, machen. E5, da komme ich nicht zu. Ja. Und deswegen ja. F5 muss man ganz vorsichtig mit sein. Ich denke, hier ist es ganz, ganz wichtig, diesen sehr starken Bauern auf E5, denn im Moment engt das Schwarz sehr stark ein, dass man den los wird. Deswegen F6 an dieser Stelle. Genau, und auch, um gleich auch mal eine Frage aus dem Chat zu behandeln, ob wir auch das Thema, wann Läufer besser sind als Springer, behandeln, aufzugreifen, ist, kann man ja schon als allgemeine Regel sagen, dass man mit Läufern die Stellung eher öffnen sollte. Ja. Insbesondere, ja, auch wenn man das Läuferpaar hat natürlich. Läufer sind halt langschrittige Figuren. Genau, und genau, dementsprechend ist hier F6 auch logischer als F5, weil das ja, wie du auch schon gesagt hast, die Stellung etwas schließt. Genau. Genau. Naja, dieses allgemeine Thema, wann ist der Springer besser als ein Läufer? Ich denke, das kann man nicht so allgemein beantworten. Deswegen, ich würde sagen, wir setzen uns erstmal mit diesem Thema auseinander und andere positionelle Themen werden folgen. Ja, aber ich denke, es hängt doch sehr vom Zufall ab, wann Springer besser ist als Zufall? Ja, von der konkreten Stellung. Ja, das ist ja dann kein Zufall. Doch, ich würde schon sagen. Nee, weil, es also, hängt von der Stellung ab und nicht vom Zufall. Vom ja, das Zufall, meine ich damit, ja. Doch, ja, das kann man aber so formulieren, glaube ich. Nee, gut, also F6, denke ich, ein wichtiger Eckpfeiler. E schlägt F6, sonst würde das Schlagen auf E5 folgen und der Springer geht in der Folge eh da wieder hin. Springer schlägt F6, da fragt sich jetzt nur vielleicht einer, okay, wieso nicht mit dem Läufer nehmen? Hast du dich auch gefragt? Geht so, wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Naja, das Problem ist einfach Springer E4. Wieso fragst du mich was und beantwortest das denn selber? Weil das ist eigentlich nur eine ganz kleine Frage. Es geht eigentlich nur darum, der Läufer kann sich im Moment auf F6 noch nicht etablieren, auch wenn er hier vielleicht schön stünde, weil Springer E4 den auch sofort wieder rauskicken würde. Und nach Läufer E7 würde eventuell sogar Läufer G5 kommen. Und dann hätte man ein kleines Problem vielleicht. Also das Läuferpaar wird man jetzt vielleicht nicht mehr halten können. Ja, können wir da hier schon wieder eine Regel festhalten? Genau, da können wir schon wieder eine Regel draus machen. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber allgemein, wenn ihr das Läuferpaar habt, dann
solltet ihr darauf achten, dass ihr das Läuferpaar nicht ohne Zugeständnisse vom Gegner wieder hergibt. Also nicht einfach wie in diesem Beispiel, wenn man jetzt einfach abtauschen würde, dann hätte man einfach nur schlichtweg den Läufer getauscht. Und was ist das Problem dabei? Das Problem ist, es ist viel einfacher für jemanden gegen einen einzigen Läufer zu spielen. Mhm. Was mache ich zum Beispiel, wenn der Gegner nur den C8 hat? Dann lege ich alle Bauern des Schwarzen auf Weiß fest, wenn ich es schaffe. Wenn du es schaffst, genau. Und mit deinen eigenen Bauern spielst du auch noch dagegen. Und deine Figuren bewegst du auch noch auf Schwarz. Mhm. Dann können sie auch nie angegriffen werden. Ist irgendwie ärgerlich, ne? Aber wenn der Gegner potenziell noch, also beide Läufer hat, dann kann ich mich nicht auf eine Felderfarbe so hundertprozentig beschränken. So, deswegen an dieser Stelle erstmal wieder mit dem Springer nehmen. Dame E2, Rochade, Springer C4. Jetzt kommt er wieder zurück nach D5, weil D5 doch ein ziemlich gutes Feld ist. Springer CE5 und jetzt Turm F5. Turm F5 war so ein Zug, weiß ich nicht, da habe ich mir ein paar Sachen in der Partie bei gedacht, aber ein Teil war zum Beispiel, ob ich eventuell mal mit Dame F8 spielen möchte, dann würde ich gerne den Läufer noch irgendwie ins Spiel bringen. Und der Turm steht hier einfach schon mal ganz gut. Es ist nicht ganz so leicht für Weiß sich zu entwickeln. G4 wird ein bisschen provoziert, aber das wird man nicht spielen, ne? Aber man neigt vielleicht dazu, darüber nachzudenken. Genau. C4 und jetzt... Warte mal, aber jetzt bist du ein bisschen schnell hier. Okay. Mach nochmal kurz den Turmzug zurück. Weil, ja. Also ich würde mich jetzt hier in so einer Stellung fragen... Wie erreiche ich es jetzt, dass ich mein Läuferpaar optimal ausnutzen kann? Und da fällt mir jetzt ja auf, dass der Läufer auf C8 bisher noch grottig ist. Genau. Und dann wäre ja eigentlich mein Plan, den zu befreien, sodass ich mein Läuferpaar optimal ins Spiel bringen kann. Mhm. Und dann hätte ich ja wahrscheinlich so Ideen wie, gut, den C6 muss ich decken. Ja, ich überlege, ob ich den Läufer versuche über B7, aber das ist schwer. Dann muss ich ja den C5 wahrscheinlich opfern, um den anderen dann nach C5 spielen zu können. Weißt du, was ich meine? Nee, oder, ja, wir bedienen dich also, nein, also ich habe überlegt, so. Der ist ja aktuell noch nicht mit im Spiel. Das heißt, ich versuche mir zu überlegen hier, wie ich den ins Spiel bekomme. Und da hätte ich eine Möglichkeit, die aber wahrscheinlich nicht umsetzbar ist oder nicht gut umsetzbar ist. Läufer B7, dann C4 opfern und C5, sodass ich den Läufer hier irgendwie so rausbekomme. Oder ich spiele mit dem, gut, da muss ich vorher halt den C6 wahrscheinlich decken und dann... E5. Hast du dir das hier auch schon überlegt, oder? Ja, da wollte ich jetzt noch nicht, das wollte ich jetzt noch nicht so viel vorgreifen, aber im Prinzip ist das meine Idee seit E5. Das war auch der Grund, einer der Hauptgründe für F6. Ab jetzt ist eigentlich... da wollte ich euch ein bisschen langsamer hinführen, aber ganz zentrales Element dieser Stellung ist der Läufer auf C8. Und ich würde einfach mal so weit gehen zu sagen, positionell entscheidet der Läufer auf C8 über Gewinn oder Niederlage. Ja? Und die Frage ist, wie kriege ich ihn ins Spiel? So, in ganz vielen Rosso-Limo-Varianten wird D5 gespielt, aber auch D5 hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Der scheint dir erstmal viel Platz einzunehmen. Genau, er ist immer noch weit hinten und er wird sich über seine Traumdiagonale nach G4 irgendwo am Königshügel nie wieder entwickeln können, weil hier dicht gemacht wird auf E5. Deswegen habe ich relativ früh den Plan gehabt, D6 nebst E5 zu spielen. Und dann könnte der Läufer mitspielen. Wenn ich das hinbekomme, dann würde ich eine sehr gute Stellung bekommen. Und im Prinzip, du hast an dieser Stelle das ziemlich gut angemerkt, es gibt hier nur einige
Probleme, Schrägstrich Schwierigkeiten, das umzusetzen. Problem an D6 ist immer, dass der C6 hängt. Und die Möglichkeit mit Dame C7, da müsste ich dann wiederum mit Läufer G5 wieder mir was zu ausdenken, weil ich möchte das Läuferpaar einfach nicht geben. Turm F5 war auch nicht wirklich notwendig, aber also es ist, denke ich, Läufer G5. Ja, er nimmt es zum Stück weit raus. Aber es ist auch nicht so leicht für ihn, sich jetzt weiterzuentwickeln. Von daher ist es maximal ein Tempoverlust, würde ich jetzt sagen. Deswegen schauen wir mal, wie es weiterging. C4, jetzt Springer F4. Vielleicht erkennt man hier schon ein bisschen an. C4, ist sowas nötig? Ist das nicht nötig? Es ist nicht so leicht für ihn, hier einen Plan zu etablieren, weil er möchte gerne das Zentrum halten. Auf jeden Fall D6, E5 verhindern, aber das Ganze ist nicht so einfach. Und dasselbe Problem stellt sich eigentlich jetzt auch noch in dieser Stellung. G3, Turm F8 wieder zurück, ziemlich viele Turmzüge. Aber jetzt haben wir erstmal eine Stellung erreicht, wo man das Springerpaar hat für Weiß und das Läuferpaar für Schwarz. Und ich denke mal, hier ist es eigentlich umso wichtiger, dass man diese Regel befolgt, was du gesagt hast, Stellung öffnen. Und Weiß spielt natürlich auch mit und hat seine Pläne. Deswegen sollte hier für Weiß der Plan sein, die Stellung maximal zu schließen und die Läufer nicht zum Spiel kommen zu lassen. Deswegen hat Dimitri einen recht guten Plan gehabt, Springer E1, F4 zu spielen. Und jetzt Taktik für dich, Taktik für euch. oder allgemein, was würdet ihr jetzt spielen? Bevor ich es vergesse, eine Frage im Chat war, ob wir gar keine Taktikaufgaben mehr machen. Wir hatten ja die Taktikaufgaben in den Angriffslektionen gemacht, weil das da ja auch ganz gut zum Thema passt. Ja. Hier zum Thema Läuferpaar findet man bestimmt auch was, aber ist nicht so Es ist nicht so thematisch, aber naja, also wir können das auch, wir überlegen uns das mal. Vielleicht einfach so zum geistigen Warm-up können wir das eigentlich vielleicht auch jetzt beibehalten, wenn es thematisch nicht hundertprozentig passt. Okay, der erste Vorschlag ist da. Und zwar Läufer A6 und dann D5. Okay, wollen wir das einfach mal... Der Nachteil, glaube ich, an der Idee ist, dass der C4 ganz gut verteidigt werden kann. Genau, wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass der gar nicht hängen würde. Das ist jetzt mal kurz irrelevant. Die Frage ist, was haben wir erreicht? Zum Beispiel nach Springer F3. Sei es, man deckt den jetzt oder hat es mit Zugumstellung. Hier, ja, bewerte bitte einfach mal die Stellung und die Stärke der Läufer. Ja, jetzt ist das Problem, dass die Stellung doch... insofern geschlossen ist, als dass Weiß mit seinem Springer auf E5, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ja, das Zentrum so gut kontrolliert, dass Schwarz hier keine Hebel mehr hat. Also er kann vielleicht maximal noch auf C4 schlagen und dadurch irgendwie noch die D-Linie öffnen, aber er kann nicht, er wird nie E5 spielen können und so werden beide Läufer auf jeden Fall beschränkt sein durch die eigenen Bauern. Insbesondere der Läufer auf A6, weil der ist durch den C6 und den E6 so eingeschränkt, dass hier die Stärke des Läuferpaars nicht hervorkommt und ich würde sogar sagen, dass Weiß hier wahrscheinlich einen Vorteil hat. Also, oder? Ich würde sogar so weit gehen, auch wenn ich bin da, du kennst mich, ich bin immer relativ rabiat, ich würde so weit gehen zu sagen, die Stellung ist positionell gewonnen für Weiß. Einfach aus dem Grund, dass dieser Läufer, da werden wir uns nächste Woche oder nächstes Mal beim Spiel gegen das Läuferpaar auch nochmal mit auseinandersetzen. Wie du es gesagt hast, C6, C4, E6 sind drei Bauern, die so gut, die sind unerschütterlich und ist so. Den würde Weiß nicht mal nehmen, wenn er geschenkt wird. Der ist nicht mehr zu ziehen in der Partie. Und der C4 kann so arg verteidigt werden, dass dieser Läufer auf A6 komplett aus dem Spiel ist. Und Weiß hätte jetzt alle Zeit der Welt, zum Beispiel am Darmflügel zu spielen mit G4, G5, H4, H5 oder mal Springer G4, wie er auch möchte. Aber
Schwarz hat hier, wird hier, also wenn er das irgendwie zusammenhalten kann, einen ganz, ganz schweren Job haben. Deswegen D5, Läufer A6, die Idee, muss man sehr, sehr vorsichtig mit sein. Nutzt erstmal so ein Vis-à-vis mit der Dame aus, übt Druck auf C4 aus, aber man muss sich fragen, ist das Ganze nachhaltig? Und hat er da eine Möglichkeit? Okay, Schwarz hätte vorher C4 spielen müssen, wird jetzt angemerkt. C4 wäre ein Bauernopfer gewesen. Und dieses Müssen bezieht sich ein bisschen darauf, um den Läufer ins Spiel zu kriegen. Das ist eine nette Idee, das gibt es auch manchmal, dass man so einen Bauern opfert, um den Läufer freizukriegen. Genauso, das würde ich ganz gerne eigentlich an dieser Stelle mal verdeutlichen, hätte man den C-Bauern geopfert. Ja, dann könnte man den zweiten nach C5 nachziehen, den Läufer nach B7 stellen und hätte einen sehr, sehr schönen Läufer auf B7. Das heißt, man würde den gerne loswerden wollen. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Ideen an dieser Stelle. So, Logos, Schachfreund Logos, nennt auch schon einen Zug. Wäre schön, wenn das mit einer Idee hinterlegt wird. Also sein Zugvorschlag war D6. Dann hängt erstmal vermeintlich der C6. Ja, dann wäre hier der C6 in der Luft. Läufer schlägt E5. Ich Der will doch nächste nicht mein Vorschlag. Läuferpaar geben. Genau, das verstößt, du sagst es, gegen die schon entwickelte Regel, gibt das Läuferpaar nicht ohne Grund wieder auf. Und Vor allen Dingen, wenn jetzt hier Weiß F schlägt E macht, dann ist der Läufer auf C8 ja wieder katastrophal schlecht. ich weiß nicht, ob man hier tauschen sollte, will oder so. Selbst wenn man jetzt versucht, den E5 noch aufzuhebeln, kommt vielleicht Springer Ah. F3. Ja. Und jetzt Ach sowas wie so, Dame E2. Man ja. sollte natürlich nur nicht den Springer einstellen, aber wenn man das nicht macht, sondern irgendwie Dame E2 spielt, dann haben wir wieder dasselbe Problem noch in verstärkter Form. Der E6 und der C6. Erstmal sowieso diese zwei Doppelbauern. Einer wird gleich fallen, der andere wahrscheinlich auch. Die beschränken den Läufer ungemein. Und davon sollte man Abstand nehmen. Allgemein schon, ja, ganz am Anfang den Läufer grundlos zu geben, sollte man nicht machen. So, hier nochmal. Okay. Jetzt wird hier gerade D6 noch auf mehrfache Art und Weise gerechtfertigt. Und zwar kamen mehrere Beiträge zu Springer schlägt C6. Genau. Und ja, wurde angemerkt, dass der Springer dann da ein bisschen auf verlorenem Posten steht. Genau, Dame B6 wird hier angemerkt, Dame C7 wird angemerkt. Können uns einfach mal Dame C7 anschauen. Ja, und auf einmal hat der Springer nicht mehr so viele Felder. Dame G2 wurde hier noch vorgeschlagen, um den zu decken. Vielleicht auch Dame E4. Dame E4 richtet sich noch so ein bisschen gegen Läufer B7, weil dann der E6 hängt. Und Aber selbst das ist ja nicht so. selbst das, Dame E4, Dame G2, also spätestens nach Läufer D7 wird klar, der ist verloren. Das ist schon mal wichtig zu sehen. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter, wenn er einfach zurückzieht? Da kamen aber auch schon Ideen. So, genau. Und ein Vorschlag, der noch kam, wo nur der Zug genannt wurde, ist immer schön, wenn ihr eigentlich da so eine kleine Idee hinterschreibt oder eine kleine Variante, ist an dieser Stelle E5. Den mache ich einfach mal und ihr könnt das einfach mal einen Moment auf euch wirken lassen und dann kannst du ja mal sagen, was du daran vielleicht gut oder schlecht findest an der Idee. Also gut finde ich, dass der Läufer auf C8 jetzt endlich befreit wird. Man sieht schon, der hat viele schöne Perspektiven, entweder auf G4 oder vielleicht auch auf H3, F5, sind alles Felder, von wo aus der Läufer dann gut wirken kann. Genau. Erstmal nachteilig wirkt, dass der geschlagen werden kann.
Und wenn ich dann mit dem Bauern wieder schlage, ich eine etwas, ja, würde ich schon sagen, ungünstige Bauernstruktur habe mit dem vereinzelten Doppelbauern auf, ja, ich mache hier auch mal. Also wenn, stellt euch vor, ich mache erstmal hier wieder. Stellt euch vor, so, es wird geschlagen auf E5, dann habe ich als Schwarzer hier die vereinzelten Doppelbauern, die ja schon eine Schwäche darstellen. Und der Bauer auf E5 wirkt auch erstmal schwach. Das wäre meine Zusammenfassung zu dem Okay, Zug. dann nehme ich gleich noch auf, was im Chat geschrieben wird. Da wird E5 ein bisschen kritisiert und wird gesagt, der sollte mit Turm E8 vorbereitet werden an der Stelle. Aber was Und dann, bereitet man da vor? und genau das ist Danach der muss ich Punkt. ja trotzdem mit dem Bauern schlagen. Und das ist der Punkt. Ich glaube, das wurde hier gefordert, weil ein bisschen die Befürchtung besteht, dass dieser Bauer weg ist. Aber ich gebe an euch Taktiker ab. Schwarz am Zug. Jetzt bekommt ihr auch die Taktikaufgaben. Ja, jetzt habt ihr eure Taktikaufgabe. Und die ersten Antworten trudeln ein. Turm E8. Nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Zu deiner Zufriedenheit auch nicht. Nein, dann kann ich. Idee ist natürlich super. Greift diesen Springer an. Geht vielleicht auch, ne? Aber ist nicht so Wird vielleicht schnell. nochmal kompliziert nach Springer schlägt C6. Vielleicht auch nicht nach Dame C7. Muss aber nicht sein. Wie Nirual und nur spielen und Roguf. Alle anmerken, genau, Dame D4 Schach gewinnt nämlich diese Figur sofort, ohne Umschweife, ohne irgendwelche Komplikationen noch zuzulassen. Genau, und wenn wir soweit sind, sowas muss man natürlich dann auch sehen, wenn man das berechnet, wenn man E5 spielen möchte. Dann nochmal die Frage zurück, würdet ihr jetzt immer noch Turm E8 spielen wollen? Welche Vorteile hätte dieser Turm auf E8? Und wenn man sich da nicht sicher ist oder auch vielleicht zum Ergebnis kommt, der Turm auf E8 würde gar nichts bringen. Ich meine, hier steht er immerhin auch sogar auf einer offenen Linie. Dann wäre das vielleicht ein sehr gewichtiger Tempoverlust gewesen. Denn so wirklich zufrieden ist Weiß nicht mit der Idee E4. Das würde von Turm E8 nur unterstützt werden, aber scheint auch so schon vielleicht ein angebrachtes Bauernopfer zu sein, E4 zu spielen, um diesen Läufer endgültig ins Spiel zu bringen. Deswegen hat Weiß sowieso im Spiel gegen das Läuferpaar vor, hier den Bauern zu beschränken. Mit der Dame. Mit der Dame. Also nicht so eine gute Das ist Blockade. zumindest seine Wahl an dieser Stelle. Natürlich, ein Springer wäre schöner gewesen. Aber nach Springer D2 zum Beispiel müsste man sich mit Drohungen wie Dame D4 Schach, dann hängt auf einmal der B2 auseinandersetzen. H3 A-Tempo, Entwicklungszug. Das ist alles nicht so angenehm. Und um das aus der Stellung zu nehmen, hat er sich hier entschieden für Dame E4. Und das ist auch wirklich Partiefortsetzung. Also ich habe auch E5 gespielt. Ja, wie auch angemerkt, oh je, was eine Bauernstruktur. Die Ich Bauernstruktur, glaube, das mit der Bauernstruktur kam schon früher, ich glaube, das war aber oder? auf diese Stellung mit Ach E5 so. bezogen. Und da habt ihr auch völlig recht. Diese Bauernstruktur ist nicht vom Feinsten mit dem C6, C5 und auch der E5. Aber wenn ihr diese Stellung vergleicht mit einer unserer Analysestellungen, zum Beispiel. Zum Beispiel diese Stellung. Klar, diese Bauernstruktur wirkt gesünder, aber wer hat hier Spiel? Wer hat hier Spiel? Also ich sehe kein Spiel für Schwarz mit diesem Läufer. Und wenn wir uns diese Stellung angucken, wir haben eine Menge Bauernschwächen. Dafür haben wir jetzt eine geöffnete Stellung, zumindest halb geöffnet. Und vor allem
Auch schon Felderschwächen am Königsflügel. Genau, und ich denke, wir schauen mal ein, zwei Züge weiter, dann sollte es noch ein bisschen klarer werden. Läufer H3, Entwicklungszug A-Tempo, Springer G2. Und jetzt Vorschläge? Ist jetzt auch nichts wirklich. Weiterentwickeln. Finde ich gut. Weiterentwickeln, Dame D7. Deckt den Bauern auf C6. Unterstützt den Läufer in seiner Wirkung. Denn jetzt könnte der Läufer zum Beispiel auch direkt nach F5 und den D3 angreifen und sowas. Das liegt jetzt alles in der Luft. Klar, Frage ist natürlich, was mit dem E5? Wie sollte. Also, man muss natürlich solche Varianten alle taktisch untermauern, wenn es denn nötig ist. Geht Springer schlägt E5. Das ist hier die Frage. Genau. Du siehst was. Vielleicht. Also mir fällt zumindest auf, darf ich das sagen? Darfst du sagen? Ich möchte noch ganz kurz die Frage beantworten. Ich weiß nicht, ob das auf diese aktuelle Stellung ist. Turm E8. Ja, das wäre sehr schön. Aber im Moment hängt noch die Dame. Das sollte man sich hier noch nicht erlauben. Dann schauen wir, was sonst noch. Läufer schlägt E5. Dame schlägt E5, Turm E8. Unklar. Ich würde jetzt einfach mal Turm schlägt F8 in den Raum werfen. Nach König F8 könnte ich noch hier mit Schach nehmen und mich wahrscheinlich wieder konsolidieren. Außerdem, welche Grundregel verletzt Läufer E5? In das Läuferpaar zu geben. Genau, nur wenn wirklich ganz konkret. Nee, damit D4 ist hier leider kein Figurengewinn, weil man ja dann noch einen Zug Zeit hat. Genau. Man kann ja jetzt den Springer ziehen. Ja, jetzt zieht der Springer und man hat leider keine Figur gewonnen. Ich hatte aber eine ähnliche Idee wie Roguf in der Tat, nur ohne das Läuferpaar zu geben. Ja, schieß los. Weil mir ist aufgefallen, dass die Dame auf E4 ungünstig steht. Also etwas exponiert. Ungünstig ist das falsche Wort, aber sie hat wenig Felder, wenn man sich jetzt einen Turm dann auf E8 vorstellt. Mhm. So, ich möchte ja aber nicht meinen Läufer geben, deswegen, und meine Dame ist ja angegriffen, deswegen ziehe ich die jetzt, ich weiß nicht genau, was das Beste ist, entweder nach D6 oder nach C7. Mhm. Dann muss... Greifst du erstmal hier an. Der Springer ziehen, weil wenn jetzt irgendwie Turm E1 kommt oder so, dann kann ich ja problemlos Turm E8 machen und die Fesselung ausnutzen. Genau, das sieht ziemlich stark aus, diese Fesselung auszunutzen, ne? Genau, deswegen muss der Springer ziehen. Okay. Achso, aber der kann ja auch nach G4 noch. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja? Fangen wir mal damit an, deine Grundidee zu erläutern. Meine Grundidee war, dass wenn ich jetzt Turm E8 spiele, die Dame wenig Felder hat. Sie muss nach F4. Wenn ich das so, wenn ich hier einmal drauf drücke, können wir alle Felder sehen, die erlaubt sind. Alle auf der E-Linie können wir abhaken. F4. Kann man. Läuft aber in den Abzug mit Läufer D4 rein. G4 ist vom Läufer gedeckt. H4 ebenso. D5 ist gedeckt. D4 ist gedeckt. C6 ist gedeckt. Dame wäre futsch. Also extrem gefährlich. Springer G4. Jetzt können wir vielleicht auch erst einen Zwischenschach nochmal. Oh, ja. Klingt nach einer guten Idee. Und jetzt muss ich nochmal nachdenken. Okay. Darfst du natürlich. Ja.
Ist noch nicht so hundertprozentig einfach. Aber was man natürlich auch zumindest bedenken sollte, man muss ja auch nicht, wenn man jetzt sich alleine diese Stellung Ach so, anguckt, Läufer B2, okay, der Turm zieht irgendwie, Läufer D4, man hat nichts weniger und die Stellung ist total geöffnet für die Läufer. Also mindestens das hat man, mindestens das. Und wie du gesagt hast, ist einige Damengewinne hängen so zumindest in der Luft. Auch Springer schlägt C6, also diesen Bauern möchte man nicht wirklich haben, weil der Springer auf C6 ein ähnliches Problem hat wie schon vorher. Wie soll der da jemals wieder rauskommen? Ja, geht jetzt nicht auch gleich Turm E8? Turm E8 oder vielleicht sogar auch Turm C8. Ja. Irgendwas. Ja. Was soll er machen? Der ist irgendwie ziemlich auf verlorenem Posten. Genau, aber Turm E8 sieht für mich auch logischer aus und dann würde ich wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr viel mich darum kümmern, sondern Richtung König gehen. Genau. Deswegen wurde hier gespielt Turm D1, der E5, der sollte an dieser Stelle wirklich tabu sein. So. Was kann ich noch an Fragen beantworten oder Ich du? versuche gerade die Züge nachzuvollziehen, an welcher Stellung die gemeint waren. Ja, das fällt mir auch gerade ein bisschen schwer. Aber ich Ach denke. so, weil Dame E6 statt Dame C7, also nach Springer schlägt E5, Dame E6 ist, glaube ich, der Vorschlag. Aber dann kann ich ja mit dem Springer weggehen und dann, also nach F3 in Und diesem zumindest Fall. nicht die Dame gewinnen. Genau. Ja, das stimmt. Ne, Haben das wir ist vielleicht wahrscheinlich so. immer noch, Aber es aber ist immer noch der Fall, man gewinnt ja, also rein von der Logik, den B2 sollte man immer zurückgewinnen. Und der E5-Bauer ist so einer wie der Bauer auf C6 und C5 in den anderen Varianten. Die sind eigentlich Beschränker beschränkt, ja. der eigenen Läufer und man hätte nichts dagegen, die loszuwerden. Und das hat Weiß hier auch richtig erkannt und hat ihn nicht rausgenommen, sondern mit Turm D1 sich gegen die Drohung mit Läufer F5 gestellt. So, ja, dann ist aber mal Zeit, das Ganze zu unterstützen. Springer D2 nimmt die Drohung Läufer F5 aus der Stellung. Und jetzt wäre so ein Moment, wo man jetzt sich vielleicht nochmal zurückbesinnt, nochmal tief durchatmen und sagt, okay, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen, weil das nicht immer ganz so einfach ist. Denn wenn wir diese Stellung vergleichen mit 10 Zügen vorher, denke ich, sollte jedem auffallen, ja, die Bauernstruktur von Schwarz, die mag ein bisschen kritisch wirken, aber man hat unglaublich viel erreicht. Gerade wenn man diese Stellung vergleicht mit unserer Variante, die wir hier haben, nur diesen Läufer betrachten und das geschlossene Zentrum und die Kontrolle von Weiß, ich denke, da sieht man, dass man schon wirklich viel erreicht hat. Auf einmal ist die Stellung im Zentrum halb geöffnet. Die Läufer, der Läufer auf F6 noch nicht perfekt, ja, gebe ich zu, aber er ist auch nicht schlecht, denn er hat immer diese Drohung von E4. Sobald die Dame da wegzieht, droht sich der E4 zu opfern und dann würde man direkt einen Bauern zurückgewinnen und dann wäre der Läufer auch noch im Spiel. Und der Dame ist ja nun wirklich keine gute Blockadefigur. Also auch wenn man Richtig. es aktuell, auch wenn aktuell Läufer F5 noch verhindert ist, kann man sich ja aber schon allein mehrere Möglichkeiten vorstellen, die relativ einfach zu vertreiben dort. Ja, das denke ich auch. Ist vielleicht sogar Eine Läufer Idee. G4, Läufer H5 eine Idee oder nehme ich jetzt hier schon wieder O? Oh, die Melanie, die Melanie. Das war jetzt Eine nicht geplant. sehr gute Schachspielerin, muss ich euch sagen. Ja, und das habe ich auch gespielt. Und es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Idee, um hier weiterzukommen. Der Läufer auf H3, der ist hier a tempo hingezogen, hat sich entwickelt. Und jetzt könnte man den Moment nutzen, um ihn auf ein noch besseres Feld zu stellen. Und du hast es schon eigentlich angedeutet, diese Idee der Umwandlung des Läufers über G4. A Tempo, weil der D1 hängt, nach H5 und nach G6 mit kritischem Druck auf Dame und Bauer. Und Ja. vor allen Dingen auch E4 als Idee, ne? Oder? Vielleicht? Genau, wenn man das dann durchgesetzt bekommt. Noch ganz kurz möchte ich natürlich auf die Frage im Chat eingehen, was mit der Idee Turm F7 ist, nebst Turmverdopplung auf F8. Auch hier wollen wir mal nicht allzu sehr
auf die taktischen Sachen eingehen. Es könnte nämlich auch problematisch sein, Springer B3, dann hängt hier gleich wieder was. Aber wollen wir einfach nur mal uns immer, und das würde ich in der Partie auch machen, stellt euch einfach mal vor, ein Plan klappt. So wie dieser Plan mit Läufer A6, D5 und der Gegner macht gar nichts. Dann ist immer noch die nächste Frage, was habe ich gewonnen? Also sagen wir mal einfach irgendwie komische Züge oder Nonsenszüge, jetzt, die jetzt nicht so viel gebracht haben. Dann, was hätte er logischerweise hier mal irgendwie ziehen können? Ja, Springer B3 wäre schon äußerst logisch gewesen, aber weiß ich nicht. Auch hier haben wir jetzt ein bisschen das Problem, wie komme ich weiter, wenn ich diese Diagonale öffnen will? Will ich das? Will ich die Linie öffnen will? Na, dann hängt immer der E5 so, dann tauschen sich Türme schnell ab. Aber ein bisschen mehr finde ich eigentlich kritisch dieses direkte Spiel, was Weiß bekommt. Das wäre so ein bisschen ein Argument gegen Turm F7. Und man sollte den Zug auch immer nur machen, wenn man einen Plan hat oder sicher ist, dass die Stellung verbessert. Und gerade mit der Idee, dass man eventuell den E4 nochmal einen vorziehen kann, steht der Turm auf E8. Vielleicht ganz gut, optimal. Ja, um das zu unterstützen. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns mal Melanies netten Vorschlag. Nochmal ganz kurz zur Turmverdopplung. Ist natürlich generell gesprochen immer ein guter Plan, gerade wenn es eine offene Linie gibt, die Türme zu verdoppeln. Man muss sich aber auch immer überlegen, was man damit erreichen kann, wie du schon gesagt hast. Und hier hätte man dann auch gar keine Einbruchsfelder. Das heißt, wenn man sich anschaut, die Felder sind ja alle hier von Weiß kontrolliert. Da könnte ja Schwarz mit der Verdopplung nichts erreichen. Maximal irgendwie dann Läufer F5 drohen. Mhm. Aber wie Nico schon gesagt hat, dann hängt der E5. Das heißt, man kann mit der Turmverdopplung dann eigentlich auch nur den Turmtausch erreichen. Und ich glaube, der wäre an dieser Stelle gar nicht förderlich. Genau, aber ich finde, du sagst eigentlich ganz gut, die Idee ist Läufer F5, ne? Und dafür brauche ich das schlichtweg nicht, weil ich diese nette Umgruppierung habe über G4. Sodass ich mir im Endeffekt, wenn ich den Läufer dort dann endlich habe, dann steht er schon auf dieser Diagonale und ich hätte den Turm auf E8, um eventuell das E4 zu unterstützen, damit dieser Läufer dann auch nochmal mitspielt. Okay, Turm E1, Läufer H5. So, jetzt natürlich so ein bisschen der kritische Moment mit Springer B3, weil der C5 hängt ja auch irgendwie, ne? Eine Frage möchte ich noch beantworten. Ja. Dame D4 wurde nämlich auch vorgeschlagen, da müssen wir nochmal kurz zurück. An diese Stelle, ne? Ja. Also hier Dame D4, Schach. Ja. Okay. Möchtest du? Ich überlege gerade, ob ich das gut beantworten kann. Also, ich würde es nicht spielen, weil ich vermute, dass Weiß wahrscheinlich sogar schlägt. Du berichtigst gleich, wenn ich hier Müll erzähle. Aber wenn Muss Weiß, man als erstes berechnen. Ja, genau. So, dann habe ich ja mehrere Optionen wieder zu schlagen. Wenn ich mit dem C-Bauern schlage, löse ich ja meinen Doppelbauern auf, was ja an sich schon mal erstrebenswert ist. Jetzt habe ich aber hier das Feld E4 wundervoll für meinen Springer. Mhm. Und der ist leider nicht so einfach zu vertreiben wie die Dame auf E4. Und jetzt ist die Stellung, vor allen Dingen auch das Zentrum, wieder recht festgelegt. Also die Bauern werden sich hier nie wieder bewegen können. Mhm. Und dementsprechend ist auch der Läufer hier wieder eingeschränkt. Und das ist nicht im Sinne des Schwarzen. Ja. Und wenn man hier mit dem E-Bauern schlägt, ist es eigentlich ähnlich, oder? Kann ich auch mit dem Springer hier hin, habe dann gleich noch die Möglichkeit, den C5 zu belagern. Ja, sieht für mich auch so aus. Und ich, was auch auffällt, ist, dass man dieses Momentum, diese Angriffsrolle, was man hat hier gerade sehr viele Züge in Folge, wie im Flow gespielt, auf Entwicklung, auf Öffnung der Stellung und wie du schon gesagt hast, die Dame auf E4 ist so ein Wackelkandidat und die steht auch noch mehr oder weniger im Vis-à-vis mit dem Turm auf E8, das könnte kritisch werden.
gerade wenn die Dame irgendwie nach E2 zurück muss und man dann noch den E4 hinterher schiebt oder hinterher opfert, die Dame fühlt sich nicht so wohl. Und der Abtausch würde hier für, ja, wie du eigentlich weiß genau durch die Varianten gezeigt hast, würde Weiß eine große Entlastung, für Weiß eine große Entlastung sein. Kommen ziemlich viele Fragen, was wir gut finden. Genau. G6. Genau, G6. G6 ist auch noch interessant. Tatsächlich auch einer meiner Hauptkandidaten gewesen während der Partie. Problem ist immer ein bisschen an G6, es geht erstmal nicht schneller, ne? Weil ich gewinne ja ein Tempo mit Läufer G4. Mhm. Es ist nicht schneller und ich erzeuge Schwächen am Königsflügel. Und was ich natürlich auch noch habe, wenn jetzt Springer B3 kommt, Läufer F5, dann steht der Turm hier auf D1 noch zur Verteidigung. Und es ist nicht so wirkungsvoll. Es ist nicht ganz so wirkungsvoll. Ne? Also wenn ich mit Läufer G4 den Turm vertreibe und jetzt Läufer H5 habe, dann hängt der D3 immer noch durch. Und ich habe mir keine Blöße am Königsflügel gegeben. Ne? Der F6, der Läufer auf F6 würde immer so ein bisschen in der Luft hängen, wenn der Bauer auf G6 steht. Mhm. Deswegen G6 auch eine Idee. Ich glaube aber, Läufer H5 ist so ein bisschen, Läufer G4, H5, G6, was du auch vorgeschlagen hast, ist ein bisschen stärker, genau. Weitere Frage, was das Ziel des Schwarzen ist, ja. Bauernendspiel oder im Matt im Mittelspiel zu setzen. Ich würde fast sagen, weder noch. Also Bauernendspiel definitiv nicht, weil man hat ja hier das starke Läuferpaar. Und die schwache Bauernstruktur. Genau, dementsprechend wäre ein Bauernendspiel hier vermutlich verloren oder auf jeden Fall nicht besser für Schwarz. Matt setzen, gut, ist natürlich immer ein erstrebenswertes Ziel. Ich glaube, das primäre Ziel hier von Schwarz ist jedoch erstmal die Stellung zu öffnen, dann die Stärken des Läuferpaars ausnutzen. Mhm. Alle Figuren auch mitspielen lassen, was ganz wichtig ist. Und na gut, und dann schon Matt setzen. Ja. Matt setzen ist immer drin, Material gewinnen. Ja. Wenn man wirklich im Schach immer nur so spielt, dass man wirklich alle Figuren maximal einsetzen möchte, dann wird es schon kritisch für den Gegner allgemein. Also wenn alle Figuren des Gegners optimal spielen, dann muss man sich auch schon verdammt gut hinstellen, damit das irgendwie noch irgendwie zusammenhält. Ne? Letzte Frage jetzt erstmal für diesen Moment war Springer F3, ob das eine Option ist. Klar, eine Option ist es. Steht natürlich jetzt auch immer im Läufer drin, ist ein Angriffsziel. Bin ich jetzt. Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt Läufer F5. Ja, doch, Läufer F5. Und dann gleich E. Ach nee, jetzt steht die Dame noch auf D7 ungünstig. Vielleicht, ja. Wenn man es vor. Also, jetzt ist ja der Nachteil von Springer F3 ist ja, dass das Feld F5 jetzt nicht mehr kontrolliert wird. Idee, die mir jetzt gerade in den Kopf schießt, ich weiß auch nicht, ob die Blödsinn ist, ist damit C8. Mit der Idee, weiterhin das Feld F5 unter Kontrolle zu haben. Und hier aus Springer E5 rauszugehen, oder? Ach so, nö, aus der D-Linie zu gehen, weil ich will ja Läufer F5, E4 spielen. Ah, und wenn ich dann dem Turm gegenüberstehe mit der Dame, ja, ist das sehr ungünstig. Finde ich, ist eine ziemlich gute Idee. Wenn wir jetzt irgendeinen Nullzug mal einfügen. Gut, vielleicht geht jetzt Springer E3. Das ist ja kein Nullzug. Der ist kompliziert. Na gut, dann wäre vielleicht Läufer H5 angebracht. Oder Läufer H3 oder Läufer H5 mit der Drohung Läufer G6 wieder. Auch nicht so einfach für Weiß, oder? Also es ist alles irgendwie gefesselt. Und E4 ist tatsächlich eine starke Drohung, wenn ich den noch durchgesetzt bekomme. Deswegen finde ich eigentlich, dass da mit C8 ein ganz netter Zug ist. Also man hat es wirklich nicht so eilig, dass man jetzt mit der Brechstange durchbrechen muss. Weil solange ich die Bauernstruktur, ja, die ist schwach, aber solange ich das ganze Material drauf halte, wirkt sich das noch nicht aus. Erst im Endspiel würde sich das wirklich auswirken, wenn Weiß das ausnutzen könnte. Denn eine Schwäche ist erst dann wirklich eine Schwäche ist nur dann wirklich eine Schwäche, wenn der Gegner darauf spielen kann.
Das hatten wir doch hier in unseren ersten Lektionen. Wenn man erstens sie nicht auflösen kann und zweitens, wenn sie angegriffen werden kann. Genau, wenn der Gegner sie ausnutzen kann. Okay, dann machen wir jetzt aber mal kurz mit der Stellung weiter. Turm E1, der normale Zug, Läufer H5, Springer B3. Okay, greift erstmal den C5 an, Läufer G6 und jetzt muss man sich natürlich zwangsweise auseinandersetzen mit Springer schlägt C5. Und jetzt ist es wieder an der Zeit für Taktik. Ja, deswegen bitte ich auch hier eine zumindest im Ansatz konkrete Variante mit. Wonach man also, ne, wonach man sagen kann, okay, klar, nach der Zugfolge steht Schwarz besser oder auch nicht. Sehr schöne Anmerkung gerade im Chat. Das Gute an der Stellung ist, dass man die Initiative hat. Und genau das ist auch so eins der Hauptaugenmerk, die gegen diesen Damentausch sprechen, dass man damit die Initiative abgeben würde. Ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise auch nicht ganz so trivial, aber hast du Vorschläge? Sprich. Ich würde erstmal meine Dame mit Tempo aus dem Angriff ziehen. Ja. Dame D6. Mhm. Ja. Jetzt hängen die Dame auf E4 und der Springer auf C5. Das kann Schweiß natürlich nur mit Dame E3. Schweiß? Schweiß kann das. Und jetzt aber sehe ich, dass ich gerne meinen Läufer nach D4 bekommen wollen würde. Und das kann ich jetzt ja Gott sei Dank mit E4 erreichen. Ja, tatsächlich. Also hier bricht jetzt alles zusammen. Diese beiden Läufer, ich zeichne ihn mal nach D4 und weiter, in Verbindung mit dem Turm auf E8. Ne? Der hat hier noch so seine Funktion irgendwo. Genau, und kam auch genauso im Chat mehrfach, sehr gut. Genau, und danach, ja, hier ist vorbei. Zu viele Drohungen. Springer E4 greift da nochmal die Dame an, geht aber auch nicht auf. Man kann ihn mit dem Läufer nehmen, mit dem Turm nehmen, vielleicht auch noch. Und danach kommt Läufer D4. Das Ganze nicht zu halten. Deswegen an dieser Stelle Dame E3, greift den C5 weiter an. Und ja, jetzt, man muss auch irgendwann mal rausnehmen. Also was heißt irgendwann, es ging ja vorher noch nicht. Aber hier wäre der Damentausch halt ein ganz was anderes als zuvor, ja noch weil man alles. Bauern gewonnen hat. Genau, weiteren, weil der oder? C4 hängt und weil ich im nächsten auch E4 spielen kann. Also ich werde nicht mal den C5 verlieren, wenn zum Beispiel das kommt, weil auf Springer C5 hätte man Läufer D4 gleich mit arg starker Doppeldrohung. Ich weiß aber gar nicht, ob ich E4 so gut finde, da geht der Springer E3 dann. Vielleicht, aber der Damentausch sind wir uns einig, der ist nix. Deswegen an dieser Stelle, Dame schlägt C5. Und ja, im Prinzip, hier ist es glaube ich schon relativ offensichtlich, dass Schwarz deutlich besser steht. Mit diesen zwei Läufern, dem Bauern, den man im Zentrum schicken kann. Gerade diese zwei Läufer finde ich sehr dominant in der Stellung. Mhm. Gerade auch jetzt nochmal, wenn man einfach den Vergleich ziehen würde, der Läufer steht auf F5 und man hat einen Bauern auf G6, gefällt mir nicht ganz so gut. Dann ist der Turm hier immer in der Deckung drin, weil sonst mit G4 dahinter die Figur hängen würde und so. Deswegen, ich denke, das ist eine sehr solide Aufstellung für Schwarz. Es ist sehr harmonisch, genau. Deswegen an dieser Stelle Dame D7, das Ganze mit taktischem Hintergrund, denn nach Dame, nach Turm D1 geht Läufer D3. Dame E3, E4. Ja, ist klar, ist natürlich nochmal schöner E4 zu spielen, wenn der Läufer auf D3 steht, statt auf G6. Ne? Mhm. Weil hier ist er mittendrin in der Stellung und
So, und jetzt machst du gerade ein bisschen schnell. Springer C5 hier an der Stelle geht nicht wegen Läufer D4. Solche Sachen muss man sich ja mal fragen. Oder? Ach nee, Läufer Überlegen. D4 geht ja gar nicht. Dame D4 wahrscheinlich. Muss ich selber auch noch mal kurz überlegen, was ich hier genau geplant hatte, ja? Nee, Dame D4. Springer C5. Ja, würde ich sagen, sollte man mal auf jeden Fall berechnen. Logisch. Ja, was Aber ist denn was ist mit mit Dame Dame D4? D4? Der Okay, sieht sehr Springer gut schlägt aus. D3 wahrscheinlich. Also Dame schlägt D4, können wir ausschließen, denn nach Läufer schlägt D4 haben wir einen Schach, einen Angriff auf C5, der F1 hängt, alles hängt. Also, Springer schlägt D3. Jetzt könnten wir wieder. Jetzt könnten wir wieder schlagen, die Dame hängt. Aber was jetzt mit Dame? Ach nee, die Dame ist gefesselt. Das heißt, Dame schlägt D3 geht Geht nicht. nicht. Man muss wahrscheinlich auf D4 schlagen. Dann schlage ich mit Schach wieder. Und König wenn ich dann H1 meinen ist Bauern auf forciert. D3 noch halten kann, wäre das ja. Ach so, ich kann auf Ich F1 kann auf ja F1 nehmen. Ich kann aus schlagen. taktischen Gründen könnte ich vielleicht auch direkt D2 spielen, aber ich denke, dass. Ja, oder Läufer schlägt B2 auch an. Ja, Sieht gut aus. Turm D1, gefolgt von Turm E2. Und baldigem Zugzwang für Weiß. Der Springer darf nicht ziehen, weil sonst Turm E1 Schach kommt. Der König kann sich nicht ranbewegen. Der B-Bauer wird ja eigentlich auch gebraucht. weil sonst Läufer C3 kommt. Genau, das heißt, wenn er vorzieht, würde Läufer C3 kommen und nach König G1 könnte man hier in ein Endspiel mit einer Mehrfigur gehen. Was vermutlich nicht mal, und das ist das Traurigste für Weiß, nicht mal nötig ist. Denn man Für hat Schwarz. für Ach so, Schwarz. nee, ja, für traurig für Weiß. Traurig für Hast Weiß, schon richtig weil man gesagt. könnte jetzt in aller Ruhe, wir haben das schon festgestellt, Weiß hat keine Züge, den König Nach vielleicht. H3. Ich wollte eigentlich hier Nach reingehen. H3 ist Dann viel. erstmal A2, Ah B3, nee. C4 schlagen und dann geht's wieder zurück. Da, da, Nee, da, nach da, H3 da, muss und man nur dann auf kommt Springer die F4 Gabel. aufpassen. Ne? Also, das die taktische Sache nach Springer C5. Springer F4, auch schwierig, nach Läufer G5. Springer C5, das ist ja sozusagen nochmal, jetzt geht ja Dame D4 nicht. Deswegen hier nochmal würde ich an euch alle abgeben, auch an dich. Was habe ich? Habe ich sie eingestellt oder geht's noch? Schwarz am Zug. Hast es bestimmt nicht eingestellt. Noch sowas bringe ich auch manchmal. Ist nicht ganz so einfach. Deswegen würde ich sagen, das löse ich jetzt mal auf. Wem das nicht passt, der soll pausieren, kann in Ruhe weiterrechnen, aber tatsächlich verliert das Ganze taktisch nach Dame G4. Habe ich da? Du guckst da so hin. Ich musste nur gerade überlegen, ob man in der Live-Show auch pausieren kann, aber ja, kann man wahrscheinlich. Ja, kann man auch. Das, während du konnte überlegst, dich, guckst du irgendwie so mein. ich konnte dich gleichzeitig überlegen und normal schauen. Okay. Also Dame G4, was ist da der Clou? Wegen Alles gefesselt alles hier. gefesselt, genau. Ist rot, schlichtweg Läufer schlägt F4, weil der G-Bauer nicht wiedernehmen kann. Und der F1 hängt und Springer schlägt D3 geht nicht. Wegen, ich glaube, hier einfach rausnehmen. Jetzt hängt ja die Dame und Und wenn die jetzt auf D3 schlägt, hängt der F4. genau, geht der flöten. Und einzige Möglichkeit oder einzige, war nicht mal eine Möglichkeit, aber was noch irgendwie taktisch was verspricht, aber es geht halt auch nicht, ist nämlich H3. Kann ich den nicht schlagen? Tut vielleicht nicht Not, weil jetzt Springer schlägt D3. Geht? Jetzt geht Springer schlägt D3, ne?
Und danach Dame schlägt die gerade so. Vielleicht, es geht noch einen kleinen Ticken einfacher. Man kann schlichtweg mit dem Läufer auf F4 nehmen. Denn Turm F4 geht nicht, weil der D1 hängt. Hat er jetzt überhaupt noch gespielt? Ja, genau. Er hat jetzt noch mit der Dame auf D3 genommen. Und hier muss man sich dann auch nicht mehr allzu viel quälen. Man nimmt einfach wieder. Klar, er muss die Dame nehmen. Und nach Läufer E3 Schach geht der Springer verloren. Und die Stellung dann auch ziemlich einfach gewonnen. Okay, also ich denke, was kann man an, mach du mal Vorschläge, was kann man sich an Merkregeln aus dieser Partie rausarbeiten? Also, was wir ganz am Anfang hatten in der Nebenvariante, ist der Leitsatz, das Läuferpaar nicht aufgeben, wenn es nicht Not tut. Genau, macht gerne mit, schreibt eure Leitsätze, die ihr meint erkannt zu haben, gerne mit rein. So, dann hatten wir auch, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber da sind wir auch darauf gekommen, dass man gegen den Läufer... Wir hatten das Ganze am Anfang mit Weiß, ne? Ja. Dass E5 schon ein Fehler war, weil das die falsche Felderfarbe ist. Also das können wir uns natürlich auch merken. Im Umkehrschluss, wie spiele ich mit dem Läuferpaar? Ich auch mit D6, E5, ich denke, es war auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Da hatte ich zwar schon das gesamte Läuferpaar, aber D6, E5, ganz wichtig, dass der Läufer auf C8 mitspielt. Ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn es zu dem anderen Abtausch nicht gekommen wäre, dann noch wichtiger, weil der Läufer auf C8, wenn wir uns die Anfangsstellung nochmal angucken, irgendwo relativ an Anfang, ist auch egal. Irgendwie hier so. Ja, vielleicht hier so. Wenn wir uns diese Stellung angucken, dann fällt ja auf, dieser Läufer hat keinen Gegenspieler. Und deswegen ist das der potenziell stärkste Läufer. Denn der kann rumwurscheln, wie er möchte. Hier kann sich immer der Läufer noch irgendwie gegenstellen und vielleicht abtauschen und so eine Sachen. Aber der Läufer auf C8 hat keinen Gegenspieler. Im Moment ist er arg schlecht, beschränkt durch die eigenen Bauern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst euer Augenmerk auf den Läufer ohne Gegenspieler richten und den aktiv ins Spiel bringen. Genau, dann hatten wir generell Stellung öffnen als ganz, ganz wichtigen Punkt. Mit den Läufern Stellungen öffnen. Also, wobei Stellung öffnen klingt immer so allgemein, ich muss alles vorschmeißen. Es kann auch eine sehr geschlossene Stellung sein, wo Läufer gut sind, aber sie brauchen einen Wirkungskreis. Sie müssen auf irgendwelchen Diagonalen wirken können. Das kann auch in sehr geschlossenen Stellungen der Fall sein. Stellt euch zum Beispiel vor, in dieser Stellung hätte Weiß den Bauern auf C3, den auf D4, eventuell noch einen auf E5 und hier einen Läufer auf C2. Die Stellung wäre wär geschlossen, absolut geschlossen. Aber ein Läufer auf C2. Also unter einer geschlossenen Stellung. Ja, du musst jetzt vorstellen, es steht auch noch ein Bauer auf F7. Ja, gut. Es ist, man kann ja wirklich nicht sagen, die Stellung sei offen, aber der Läufer auf C2 wäre gut. Das heißt, Stellung öffnen, aber da ganz, das heißt nicht sinnlos einfach Linien öffnen oder Diagonalen, sondern den Läufer irgendeinen Wirkungskreis zu ordnen, den Diagonal, auf der er wirken kann. Finde ich auch noch guten Merksatz. Aktives Figurenspiel ist meist wichtiger als Bauernstruktur und das stimmt. Insbesondere mit den Läufern ist das so. Wenn man da ein aktives Figurenspiel aufbauen kann, dann rechtfertigt das auch eine schlechte Struktur. Meistens kompensiert das und zum Teil sogar Opfer. Ja, ich glaube, ihr habt eigentlich so ziemlich alles genannt, was ich sehr gut fand. Jetzt machen wir zum Übergang nochmal kurz eine kleine Geschichte. Genau, die... Also warte, ich muss mal den Hintergrund dazu... Nico hat in einem Schachbuch geblättert, was schon sehr selten vorkommt. Aber zum Thema Läuferpaar hat er dann eine... Ja, Geschichte kann man es ja nennen, gefunden von? Also das wird in dem Buch selber nur zitiert. Ja, nee, ich meinte aber, wer zitiert, also wer? Achso, wer das zitiert? Also Jonathan oder Jonathan Rawson zitiert Plato.
Und der wiederum, in einer seiner Geschichten gibt es einen Dichter. Und dieser Dichter erzählt die Geschichte der Hermaphroditen. Ja, ich glaube, wenn man das heutzutage sagt, dann denkt man so an Olivia Jones und sowas. So ein bisschen Mann, ein bisschen Frau. Damals hatte das aber noch es hat so eine mystische, sagenhafte Geschichte. Und zwar, Hermaphrodit war ein Wesen mit 8 Gliedern. Also 4 Arme, 4 Beine und perfekte Harmonie und sehr, sehr mächtig. So, und dieses Wesen wurde irgendwann so mächtig und auch von Machthunger getrieben, dass es versucht hat, die Götter zu stürzen. So, und das fanden die Götter gar nicht gut. Deswegen hat Zeus gesagt, der König im Olymp, da müssen wir was machen, wir schnippeln die mal in der Mitte durch. So, das ist die Entstehungsgeschichte von Mann und Frau. Deswegen auch ist ein jeder nach der Suche, womit er eigentlich zusammengehört. Ja, wobei ich das ein So. bisschen homophob finde. Aber naja, das ist zumindest der Sage nach. So. Und ja. Der Vergleich, den er zieht, den ich auch sehr schön finde, ist, dass das ein bisschen wie die Läufer ist. Na, warte mal, du hast das Wichtigste ja noch vergessen zu betonen, dass die zusammen Zusammen sind sie sehr mächtig und stark. mächtiger als die einzelnen Teile. Genau. Ne? Und das ist so ein bisschen der Vergleich zum Läuferpaar. Die einzelnen Teile eines Läufers, die sind sehr gut. Ein Läufer klar, ein schwarzwälderiger Läufer kann sehr gut sein. Keine Frage. Er ist eine langschrittige Figur, kann übers halbe Brett gehen, aber genau da ist es nämlich. Er kann potenziell nur übers halbe Brett gehen. Der andere Läufer hat dasselbe Problem. Dieses Problem, dass man die andere Felderfarbe niemals beschreiten wird, das können sie eben nur als Paar ausgleichen. Und das war der Punkt, den wir auch ganz am Anfang hatten. Wenn man einen Läufer verliert oder aufgibt, dann ist es relativ einfach, mit der richtigen Bauernstruktur den übrig gebliebenen Läufer zu beschränken. Ich muss ja wenig Rücksicht auf meine eventuell schwachen weißen Felder nehmen, wenn der Gegner nur noch einen schwarzen Läufer hat. Dann stelle ich alle Bauern auf schwarz und der beißt sich die Zähne aus. Ja. Das ist übrigens auch eine Buchempfehlung gewesen von Ilja Zaharatzki damals, der mir auch gesagt Das hat, von dass. Platon jetzt oder das von... Also Zaharatzki erzählte von Rawson, erzählte von Plato, der wiederum von einem nicht weiter zu benennenden Dichter erzählte, der von Hermaphroditen erzählte und so Die wie weiter und das so fort. Läuferpaar Ja, und wenn sind, man zusammen unschlagbar. genau zusammen unschlagbar und wichtiges Element dahinter für unser praktisches Spiel ist es, denkt immer daran, wenn ihr einen Läufer aufgibt, dass ihr gleichzeitig den anderen schwächt. Ja, zumindest potenziell, denn es ist viel einfacher gegen einen Läufer zu spielen als gegen zwei. So, das war diese nette Geschichte, die ich auch sehr schön fand, als ich die gelesen habe. Und jetzt machen wir aber mal weiter im Hinblick. Ja, wenn du das noch schaffst. Ansonsten bin ich ja immer eher dafür, die Partien in Ruhe zu machen und dann Okay, hast du können eigentlich wir. auch recht. Also das war jetzt eine Partie ganz in Ruhe. Tobendax fragt noch, warum die Läufer schwächer sind als Türme, obwohl sie genau dieselbe Anzahl der Felder besetzen können. Das ist technisch gesehen nicht hundertprozentig korrekt. Wenn wir uns ein leeres Brett vorstellen, dann könnten zwei Läufer in der Mitte, ich kann es hier gerade in meinem Programm leider nicht aufbauen, müsst ihr mir einfach mal glauben, würden 26 Felder, glaube ich, sind es, 26 Felder kontrollieren, die Türme 28, wobei ich ihm dahingehend recht geben würde, die Türme hätten, stellt euch vor, ihr wollt möglichst viele Felder kontrollieren, dann hätten die Türme zwei Überschneidungspunkte. Sonst hätten sie 28. Aber viel wichtiger ist, warum sind die Türme stärker? Sie sind nicht gebunden wie die Läufer auf ihre Felderfarbe. Ja, sie können potenziell auf dem gesamten Brett wirken und das können die Läufer nicht. Ein jeder Läufer ist auf seine Farbe beschränkt und das ist nun mal ein Nachteil. Okay, noch die Frage, ob ich die Idee mit F6 zuvor schon mal gesehen habe. In der Eröffnung nicht, nee. Ist Wie aber gesagt, ich wurde generell auch eine relativ überrascht, typische. aber es ist recht typisch, dass man weit
weit vorgezogene Bauern irgendwie von der Seite angreift. Von also der Seite angreift, genau in Französisch sowas. Fällt mir zum Beispiel ein, ist das ein ganz ja. typisches Motiv. Da hat Weiß häufig den Bauern auf E5, der dann teilweise sogar noch durch den Bauern auf D4 unterstützt wird. Aber selbst da ist es eine typische Idee, mit F6 diesen Bauern anzugreifen. Ja. Und dann abzutauschen. Genau, dann würde ich sagen, ist ja auch nicht schlimm. Wir nehmen uns wirklich Zeit für dieses Thema, weil das sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Läuferpaar, auch das Spiel gegen das Läuferpaar. Wir haben es ja angedeutet am Anfang der Partie. Weiß hätte was besser machen können. Läufer schlägt C6, ist natürlich absolut kein Fehler. Rosso Limo kann man spielen. Da muss man aber auch ganz genau wissen, wie es weitergehen soll. Damit meine ich nicht die Theorie, sondern den strategischen Aufbau gegen das Läuferpaar. Und das werden wir uns noch anschauen. Ich denke, ich habe da noch einige Partien, die ich im Kopf habe, du auch noch. Wir haben da noch ein paar tolle Sachen für euch auf Lager, die wir euch dann ganz in Ruhe zeigen wollen. Und Fortsetzung folgt. Fortsetzung würd ich folgt, würde genau. ich sagen. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir gehen aus der Partie auch erstmal raus, widmen uns dem Fazit. Die Partie kriegt ihr noch zu sehen. Eine Partie von Carlsen ist vielleicht auch besser, wenn ihr die nach der WM anguckt. Ja, da ja, lief es nämlich nicht so gut für ihn. Okay, also ich habe so... Ach so, da in der Partie. In der Partie, genau. Die wichtigsten Eckpunkte haben wir nochmal zusammengefasst für euch in der Übersicht. Spiel mit dem Läuferpaar. Also gebt das Läuferpaar nicht ohne Zugeständnisse wieder her. Wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, ist ganz am Anfang, Schwarz hat einen Doppelbauer kassiert fürs Läuferpaar, ne? Ist nicht zu unterschätzen, ne? Und wenn man jetzt ohne Zugeständnis das wieder abgeben würde, dann würde man mit einer positionellen Schwäche übrig bleiben. Nicht gut. Stellung öffnen. Stellung öffnen, aber nicht zwangsweise Linien öffnen, was häufig missverstanden wird, sondern Diagonalen öffnen für Läufer, genau. Und euer Hauptaugenmerk sollte auf dem potenziell starken Läufer liegen. Das ist stellungsabhängig, aber wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann der Läufer, der keinen Gegenspieler hat, der ist nämlich potenziell sehr, sehr stark, weil er, ja, wie es schon sagt, er hat keinen Gegenspieler mehr. Hm. Er kann richtig rocken. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann schauen wir doch nochmal, wann es weitergeht. Wir haben ja schon angekündigt, wie es weitergeht, nämlich weiter mit dem Läuferpaar. Wann es weitergeht, können wir jetzt noch gar nicht so genau sagen. Das hängt davon ab, wie... Hängt da so an zwei Leuten, die in New York ein bisschen spielen und irgendwie wollen das alle gucken. Und wir wollen es auch noch kommentieren. Genau. Das ist ja das eigentliche Problem. Ja, also wir hatten mal angefragt, dass die keine Partien auf den Montag legen, weil das mit der Lernstunde kollidiert. Wollten sie auch eigentlich machen, ist wahrscheinlich dann irgendwie untergegangen in der Planung. Deswegen werden sie an Montagen spielen. Das heißt, wir verschieben so ein bisschen und werden rechtzeitig wieder ankündigen auf der Startseite, wann die nächste Stunde sein wird. Genau, aber wenn ihr dennoch Sehnsucht nach uns habt, könnt ihr gerne bei der WM reinschauen. Los geht's am Freitag, genau, mit der ersten Runde. Wir werden wieder hier aus Lubbes Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Ja. Kommentieren und ja, die WM für euch, mit euch verfolgen. Ja, ich denke, für jeden Schachspieler Freitagabend ein Pflichttermin. Ja, Freitag, Samstag, dann wieder Montag, Dienstag, ja, aber auf jeden Donnerstag, Fall Freitag. Erste Runde solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Es wird hoffentlich furios und ja, richtig spannend. Und wir freuen uns tierisch drauf. Wäre schön, wenn ihr mit dabei seid. Das wär's von uns für heute. Ja. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns spätestens Freitag. Vorher werden wir auch ein Banter. Genau, nochmal ein bisschen blitzen mit euch ganz gerne, wenn ihr da wieder dabei sein wollt. Und dann erstmal noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Auf die Taste finden.